Sie hat es allen gezeigt. Luane, 19, ist Germany's Next Topmodel 2022. Am heutigen Donnerstagabend kam es zum letzten Showdown zwischen den fünf verbliebenen Models Anita, 21, Martina, 50, Luane, Luca, 20 und Nöller. Modelmama Heidi Klum, 48, siegte am Abend Runde für Runde aus, bis nur noch Luca und Luane übrig waren. Letztere konnte sich dann tatsächlich den Titel holen. Luane darf sich nicht nur darüber freuen, in die Fußstapfen von Lena Gerke, 34, Barbara Mayer, 35 oder auch Alex Mareihe Peter, 24, zu schlüpfen, sie ist auch auf der kommenden Ausgabe der deutschen Harper's Bazaar zu sehen. Dafür musste sie aber auch den wohl schwierigsten Catwalk in der GNTM-Geschichte erfolgreich hinter sich bringen, auf dem Kopf. Nach der Siegerverkündung konnte Luane Glück kaum fassen und fiel Heidi sofort in die Arme. Ihr könnt aber beide unglaublich stolz auf euch sein, erklärte die Modelmama. Es war ein richtig buntes Finale mit vielen Highlights, vor allem Heidis Live-Opener zu ihrem Song Chai Tea with Heidi sorgte im Netz für jede Menge Gesprächsstoff. Doch auch die Entscheidungen selbst waren wieder mega spannend. Erst war Anita, dann Nöller und kurz vor der Cover-Enthüllung noch Martina rausgeflogen. Auf die fast identische Reihenfolge hatten auch die Promi-Flash-Leser vor dem Finale getippt.